Ja, und wo wir gerade bei Schweinen sind, eine Molle, das ist eine Holzschale, die früher unter anderem zum Wurstmachen gebraucht wurde. Bis heute werden Mollen hergestellt, traditionell in Handarbeit. Nur die Männer, die das können, die gibt's kaum noch. Der Steinheimer Ortsteil Grevenhagen war früher das Dorf der Mollenhauer. Heute lebt dort zurzeit nur noch ein einziger. In seinem Schuppen arbeitet Wilhelm Dreier an einer seiner Holzschalen, wie schon sein Vater und Großvater. Und genauso alt ist auch sein Werkzeug, die Deichsel. Da ist ein Deichsel, ist sie. Welche sagen auch Deichsel, haben sie früher gesagt, ne? Deichsel, aber das ist ja. Dieses stammt 1797, stammt das weg. Das brauche ich nicht scharf machen. Das bleibt scharf. Früher hat Wilhelm Dreier noch die großen Tröge gefertigt. Heute sind es nur noch die kleinen. Die schafft der 72-Jährige noch. Die Mollen wurden damals beim Schlachten benutzt. Wenn ein Schwein gestochen wurde, da wurde das Blut aufgefangen. Und dann wurde das ja in, von da, wenn das voll war, das Blut, in den Eimer getan. Und dann musste einer rühren immer. Aber meist die Frauen machen das, nahmen das auf und machten da rein. Und die waren immer an Rühren. Da hat so ein Ding da drin, dass das nicht stockig würde. Das wurde ja in der Blutwurst nachher gemacht. Ne? Grevenhagen gehört zur Gemeinde Steinheim. 250 Einwohner, 65 Häuser. Lange war es das Dorf der Mollenhauer. Mit der Geschichte des Dorfes beschäftigt sich der Ortschronist und ehemalige Ortsvorsteher. Da die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft nicht mehr zufriedenstellend war, hatte man sich entschlossen, in den Wintermonaten Mollen zu machen. Einer fing damit an und siehe da, es war gewinnbringend und alsbald wurden in jedem zweiten Haus Mollen gehauen. Diese Zeiten sind vorbei. Heute schlachtet niemand mehr. Aber hin und wieder macht Wilhelm Dreier noch jemandem eine Molle. So haben wir das früher gemacht. Jetzt sind sie weg. Kannst du die Keile schon rausnehmen. Oh, jetzt fällt er um. So einfach ist das. Enkel Merlin ist oft dabei, wenn Opa bei der Arbeit ist. Der Achtjährige soll einmal das Handwerk weiterführen. Da hat er gesagt, Opa, du musst 20 Jahre leben, dass du mir das lernst, wenn ich größer bin. Ne? Ja. Der wolltest du das. Mit dem Ziehmesser kann Merlin schon umgehen. Damit wird die Molle geglättet. Es sieht also gut aus, dass Grevenhagen auch noch in den nächsten Jahren einen Mollenhauer hat.